Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Prey. So, machen wir jetzt mal wie folgt weiter. Wir haben jetzt hier ja wieder neu resettet und dementsprechend, ja, müssen wir jetzt mal gucken, was wir jetzt am besten machen. Mit dem Soldaten würde ich am liebsten zuerst durchgehen. Das wäre, denke ich mal, am safesten, weil da sind die Gegner noch nicht so stark. Oder halt jetzt mit dem Volontär. Das Problem ist halt, wie gesagt, wenn wir uns jetzt zu viel Zeit mit dem Soldaten lassen. Weiß noch nicht, er hat Kampffokus, ja, aber er hat halt noch nichts. Wir haben halt noch nicht genug Punkte, um ihn halt ordentlich mit Mods voll zu stopfen. Dementsprechend würde ich auch eher sagen, wir probieren mal mit dem Volontär das Kampagnenziel zu erreichen. Also sprich das Mimic-Portal. Dementsprechend nehme ich ihn jetzt mal und dann würde ich sagen, ja, was geben wir denn jetzt? U-Strahl? Eigentlich nicht. Eigentlich würde ich eine billige Runde machen wollen. Einmal dürfte vielleicht reichen. So. Das, was Blutung stoppt, ja. So, Fluchtkapsel. Ja, Psychoskop muss noch drin sein. Das Antriebssystem würde ich ihn noch in die Hand drücken wollen. Ja, Neuromods und Co. würde ich ihn jetzt mal nicht geben. Wie gesagt, wir können ja dann auch noch mal ein bisschen zwischenlagern. Wir haben 5 Lebenserhaltung, wir haben eine Pistole, wir haben, naja, die Hypos bräuchten wir halt, ne? Aber ich hab die halt noch nicht frei. Na gut. Probieren wir mal. So, natürlich hier, was hat mir sehr gut geholfen? Wo war das? Maximaler Anzug. Genau, maximale Psi und du regenerierst Psi. Maschinenkontrolle verringert die benötigte Zeit, um Objekte zu reparieren. Verleiht Elektrizitätsresistenz. Sauerstoffmengen. Hier, machen wir das mit den Abklingzeiten. Das ist immer noch am besten. Das sind jetzt nur 7000, die wir jetzt ausgeben. Anstatt ein bisschen mehr, damit wir halt vielleicht danach noch mit dem Soldaten einmal durchgehen können. Überlade ein Thermalphantom via Q-Strahl. Ah. So, wir wollen aber erstmal nur mit dem Mimic-Portal durchkommen. Die anderen Aufträge, wie gesagt, die wären zwar cool, das sind aber so Nebensachen. Weiß ich noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir jetzt sozusagen mit ihm durchs Mimic-Portal, weil das haben wir noch nicht gemacht. Und sein Kampagnenziel ist ja durchs Mimic-Portal abdüsen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier immer noch schwerer und noch schwerer und noch schwerer wird. Dementsprechend nehmen wir uns jetzt hier gleich die Schlüsselkarte mit. Einmal so. Die Kräfte. So, und jetzt gegen diesen blöden Hai. Da muss ich ja jetzt mega vorsichtig sein. So, aber es dürfte eigentlich jetzt hier noch relativ easy going gehen, hoffe ich mal. Weil noch ist ja nicht so viel hier. So, nehmen wir uns natürlich gleich was mit. Das Medikit. Und dann schauen wir mal. Habe ich jetzt eigentlich gar nichts ausgerüstet? Ah, stimmt, hier liegt ja noch eins. Und er hat sogar noch eins bei. Gut. Wir hatten ja jetzt eins, ne? Ja. Da kommt der Bösewicht schon. So. Da was abgekriegt? Ich weiß es nicht.
Nee, hat er nicht. Gut. Schön hier rein. Nächsten Treffer. Fähigkeit. Kommen wir da raus. Einser-Hits mit Sohle. Wir haben ihn nicht getroffen damit. Schon mal gut los. Das hat getroffen. Aufladen. Einen guten Treffer. Und er ist besiegt. So, das heißt, das können wir uns mitnehmen. Die hatten wir schon. Und, ach, stimmt, ich habe ja jetzt mehrere Ziele aktiv. Ich muss ja erstmal. So, Shuttle wollen wir nicht. Fluchtkapsel wollen wir nicht. Massenschieber. Das war wieder jemand anders. Hier müssen wir mit dem. Also repariere die Türsteuerung des Eindämmungsgeräts. Aber wie komme ich da jetzt am ehesten ran? Ich habe bis jetzt ja noch keinen gehabt, der Hecken hatte. Entsprechend bin ich da ein bisschen. Weiß ich nicht. Na gut, er wird mir hier gleich wieder die Teifen hier vorne zeigen. Okay, wir haben gleich einen Telepathen. Wieso haben wir denn gleich einen blöden Telepathen? Hat gesessen. Das hat ebenso gesessen. Habe ich mich selbst ein bisschen geschadet, aber er ist tot. Haben wir denn jetzt auf einmal einen Telepathen hier, Alter? Das ist der Wahnsinn. Gut, jetzt kommen wir aber auch hier rein. Und ich darf jetzt sogar springen. Dementsprechend hoch hier. Hoch hier. Nehmen wir mit. Da haben wir schon mal zwei neuere Mods. Nochmal was zu essen. Das ging ja noch relativ einfach. Das hatten wir ja schon mal gelöst. Das heißt, wir wollen jetzt ins Labor. Wir sind aber halt, wie gesagt, nicht mit der Direktorin unterwegs. Deswegen können wir nicht hinten den letzten freiräumen. Achtung! Es folgt eine Sonderdurchsage unserer Stationsdirektorin. Hier spricht Direktorin Riley Yu. Wir testen bald die neuen Typhon-Türme im Krater. Laut unseren Spezialisten sind die Energiestöße für Menschen unbedenklich. Aber bleiben Sie trotzdem hinter dem Strahlenschutz, wenn die Durchsage kommt. War hier nicht mal ein Wissenschaftsoperator? Wo ist er denn jetzt? So, Phantom. Ganz normales Mimik. Okay. Krach gemacht. Ich habe noch keine 20. Lad wieder auf.
Okay. Gut. Damit kann man schon böse Sachen anstellen. Mal hier. Essen. Hab ich mich jetzt erschrocken, Mann! Du Mistvieh! Alter! Kannst du mir doch nicht antun. So. Wir haben kurz die Zellen. Zelle 3, ja. War ja mit Genehmigung nur. Notiz, das war mit Frühstück und alles. Oh Mann. So. Mein hier hatte ich doch noch drin was gesehen. Was uns hilft, Punkte einzusparen. Dann. Wenigstens noch ein bisschen was zu essen. Die Zelle wurde nicht entsperrt, warum auch immer. Ach, zählt die Zelle mit dazu drunter? Ach, das ist die 3. Die 5 ist entsperrt somit. Reaktiviere Tor in 3, 2, 1. Typhon-Material entdeckt. Ja. Gut. Hat ein bisschen gesammelt. Da ist er. Gut. Komm. Ein paar Vorräte. Neuromods. Noch mehr Vorräte. Sollte ich halt auch nicht alle weghauen. Hier einmal durch. Ah, wir kommen mit der Fähigkeit langsam ganz gut klar. Wie gesagt, ist eigentlich sehr, sehr stark. So, Neuromods. Ach so, das ist ein dekoratives. Mimik. Jetzt dein Hund. Okay, das können wir mitnehmen. Das müssen wir auch jetzt mitnehmen. Hypo. Was haben wir hier für ein Programm? Türsteuerung. Ist aber auch langsam zu sehen. Ich muss mal eine Zeitschleife schon mal aktivieren. Wir haben jetzt schon 8 Neuromods. Ich habe jetzt nicht allzu viel. Das heißt, ich würde sagen, ich würde die 5 jetzt opfern, um wieder voll zu sein. Und wenn wir einen Hypo nehmen, dann soll es mich 100% hoch. Das ist schon mal optimal. Das heißt, wir können jetzt dann mit der Fähigkeit noch einmal ein bisschen ballern. Ja, öffnen. So, beide Eindämmungskammern sind soweit offen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Alle in den Griff krieg. Ich hab 5 Hypos, hab ich. Na gut, einmal essen noch. Anzug voll machen. Anschleichen. Gut, das hat schon mal gut gesessen.
Gut. Jetzt ist das mit dem Schock eigentlich ganz gut. Bei unterschiedlichen Leichen sogar gewesen. Ah, meine Steuerung. Ah. Auch wenn es jetzt keinen Schaden gemacht hat, aber es ist jedes Mal blöd. Sorry. Ich komme da nicht ran. Ich hab den Falschen getroffen. Muss halt die da hinten treffen. Los, ich treffe mich halt mit dieser Detonation auch immer den Bösen in der Mitte. Wackel nicht so rum. Gut, er ist jetzt frei. Na komm. Okay, erledigt. Sorry, Leute. Wollte ich euch eigentlich nicht antun. Wo kommt der Albtraum da jetzt nicht raus? Dann hätte ich ein richtiges Problem. Aha. Gerinnungsgel-Fabrikatorplan. Sehr schön. Mods hier. Der hat sogar einen Kuhstall. Ich glaub's nicht. Gut. Erstmal alles rüberschmeißen, was ich jetzt nicht so wirklich verwenden kann. Ja, gut, das Ding könnte ich nochmal rüberpacken. Oh, halt. Wir sollen ja mit einem Kugelstrahl noch ein Hitzeelementar wegknallen. Sortieren. Essen wichtig, alles wichtig, alles wichtig, alles wichtig. Ladung kann ich auch vergessen. Genauso wie MP-Ladung. Für den nächsten ansetzen. Okay. Dann nehme ich den Kugelball auf jeden Fall mit. Ball mit relativ guten Werten. So, aber das Mimic-Portal ist wie gesagt ja hier hinten. Nur die Frage, wie hacke ich mir das jetzt auf? Achtung, heute gibt es eine ganz besondere Mitteilung von unserem CEO. Das war verkehrt. Spricht Alex Yu, CEO von Zenspan und Co-Direktor der Forschungsabteilung an Bord der Talos 1. Während ich hier bequem an Bord des größten technologischen Wunders sitze, das die Menschheit je hervorgebracht hat, wird mir bewusst, dass es diese Station ohne die Unterstützung der Schwesteranlage auf dem Mond nicht geben würde. Nicht nur unsere Helium-3-Raffinerie, sondern auch all die spannende Forschung und Entwicklung, die der Firma enorm wichtig. Daher möchte ich den Mitarbeitern, die auf der Mondbasis Pytheas großartige Arbeit leisten, meinen Dank aussprechen. Pilotentonikum. Okay. Quelle: Captain Ramon Delgado, Mitarbeiter IDEE
0-3-3. Das hatten wir doch schon mal. Schauen Sie mit Stolz genau und denken Sie daran, dass wir mit Dankbarkeit hinunterschauen. Hatten wir doch schon. Das ist also jedes Mal woanders sogar. Okay, cool. Die Waffe, die lasse ich jetzt. Lasse ich sie hier? Lasse ich sie nicht hier? Komm, ich öffne den Schrank. Ich nehme sie mir raus. Pack sie aber weg. Weil könnte jemand anders mehr helfen. Den haben wir sowieso nicht, deswegen packe ich das weg. Das können wir auch nochmal wegpacken. Okay. Gut. Mal die Zeit langsam jetzt wieder runterziehen. Ja, so lange wie möglich auf der 1 bleiben. Da haben wir das Mimic-Portal. Was? Ja, ein bisschen Hypo haben wir wenigstens nochmal bekommen. Oh oh. Hab ich mich jetzt erschrocken? Mann, mach doch nicht einfach. Oh oh. Geh weg. Gut, das war es mir wert und hier hätte ich die Reparatur gebraucht, genau. Aber ich brauche doch noch irgendjemand, der hacken kann. Reparieren und Arbeitsterminal. So, das Ding kann also nur die Technikerin reparieren, weil ja, das hätte ich so machen müssen. Hier nochmal Pillen. Und wir brauchen noch irgendeinen, der hacken kann. Vielleicht kann der... Weil mit dem Hacken könnten wir uns hier nämlich auch in die Sicherheit reinhacken. Da könnte man hier nämlich auch mal endlich was craften und alles. Ja gut. Klappt schon wieder nicht. Das heißt, ich nehme nochmal... Immer wenn was jetzt nicht klappt, nehmen wir die Fluchtkapsel. So würde ich das jetzt immer machen. Dementsprechend brauchen wir ja jetzt... Aber auch noch viel offen hier. Antigrav hätten wir hier. Ja, das Schild wäre eigentlich auch nicht so verkehrt, ne? Der Stoffwechsel. Nimm mal kurz den Stoffwechsel mit rein. Und deswegen wurde auch noch das hier angesetzt. Ja, gut. Das ist ja erstmal eine Sicherheitsstation. Können wir gleich die hier vorne nehmen. Die das nicht kann. Gut, wir müssen nochmal nach unten in den Keller. Wir müssen also zu Anfang zur Mondbasis zurück. Jetzt müssen wir uns aber Gas geben hier. So. Das heißt, ich kann, wie gesagt, auch das meiste kann ich ja dann in den Dude wieder reinpacken. Dann müssen wir zuerst mit der Technikerin oder dann doch mal mit dem Sicherheitspersonal. Wollte halt nur ein paar Punkte noch mal mehr freischalten, damit wir schon mal ein bisschen was freischalten können. Aber sonst klappt das ja noch nicht. Ich hoffe, hier ist jetzt noch nichts da. Wir sind ja noch Bedrohungsstufe 1. Versuche mich ja zu beeilen, wie es nur irgendwie geht. Kohle bleiben wir. Hab ich jetzt noch mal was? Okay, gut.
Diesmal ist keiner hier. Piep. Nein, ich wollte das nicht wieder aufnehmen. Das da rein. Jägerbolzen, Jägermunition da rein. Die Pillen kann ich beiseite packen. Das kann ich beiseite packen. Skelett-Reparatur-Kit machen wir auch mal beiseite, weil ich schlepp's immer nur mit mir rum. Komm, das packe ich jetzt auch damit rein. Sofort. Wäre schon cooler, wenn wir eine geile Pistole hätten. So, Programme. Fluchtkapselstatus geprüft. High five. So, das heißt, wir müssen jetzt zuerst rüber zur einen Fluchtkapsel. Damit die denn feststellen, ey, du bist... Wir brauchen ein Navigationschip, damit wir wissen, wo der Navigationschip ist. Okay, bin schon ausgelaugt. Gut. Der war ja jetzt nicht schwer. War im Betrieb. Aber wir haben... Können auch weiter eine 1 bleiben. Supi. Scheiße, dunkel sein. Wir können Licht anmachen, dann kann ich nicht mehr mich hinhocken. Okay. Na gut, auf zum Moonworks. Okay, gut. Warnung. Stromausfall festgestellt. Notstrom bis auf weiteres aktiviert. Raten, ich muss den die Stromversorgung dementsprechend hierher umleiten. Darf doch mal. Kann ich dich wegbomben? Nö. Ist alles radioaktiv verseucht und ich brauche dafür eine Recyclergranate, damit ich die loswerde. Und jetzt sind natürlich auch keine Türen offen. Geil, das ist so schlecht. Und gerade da ist jetzt meine Fluchtkapsel. Alter, bei den kleinen Viechern, ich werde immer so nervös, weil die mich jedes Mal so erschrecken. Von Sammlern bekommen. Okay, das Ding ist defekt. Bin ich viel ausgehalten. Vielleicht eine Recyclerladung. Werde aber für... die Dinger bringen mir auch nochmal was. Abgeschlossen. Technik Operator. Bewege mich. Ja, mach mir mal meinen Anzug wieder ganz. Ey, hallo. Hallo. Ja, dann halt nicht. Phantom, wo? Da. Hm.
Hä? Analyse. Sauerstoff, Silikon, Eisen, Aluminium. Gut. Zum Glück habe ich die Glowkanone noch nicht weggepackt. Wer oder was? Keine Ahnung. Ich tat dann ja jetzt nicht zu. Jetzt. Irgendjemand versteckt sich hier noch. Möchte sich am liebsten mit mir anlegen. Erwischt. Gut, jetzt habe ich das Steuerpanel auch noch zerstört. Wunderbar. Hahaha. Nächste Fähigkeit. Habe ich alle beide erwischt? Mann. Achtung, tödliche Strahlenbelastung entdeckt. Ja. Warum ist die Fluchtkapsel? Willst du was essen? Besser ist es. Haben wir ja schon gut entgegengeflogen. Aber auch hier aufbrechen, wir haben keine Hebelkraft. Das heißt, ich denke mal, der wird auch eher die Hebelkraft besitzen. Aber wir kommen hier auch nicht weiter. Oder nicht? Und hier mechanische Tür, verschlossen. Und ohne Saft kommen wir nicht weiter. Verdammt. Das heißt, ich muss hier irgendwie Strom reinleiten, damit ich hier weiterkomme. Das läuft richtig gut. Das läuft überaus gut. Entnahme. Entnahme, okay. Da oben ist ein Phantom. Ein bisschen auf mich aufmerksam wird. Ja. Das wäre ja das Ziel vom... Sicherheitschef. Wie gesagt, ohne Strom können wir hier echt nichts machen. Ich habe gleich die nächste Bedrohungsstufe. Ich habe jetzt auch keine Zeit mehr, wenn da jetzt irgendwie helfen kann. Wieder hoch. Ah. Wissenschaftsoperator, der kann helfen. Gut, danke. Boah, ey, hier ist überall Mistzeug. Der Mick. Direkt vor meiner Nase. So.
Gut, hier können wir zwei einsetzen. Funktioniert die denn trotzdem? Nächster Halt. Die funktioniert trotzdem. Okay, gut. Die funktioniert trotzdem. Das ist schon mal supi. Das Problem ist, das hier müssten wir wohl wahrscheinlich mit dem anderen zuerst machen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich irgendeine andere nehme. Ich gehe zu den Besatzungsquartieren. Wir können auch Shuttle entkommen. Das ist jetzt Shuttle, mein... Allround. Es folgt ein Hinweis der Sicherheit. Die Typhon-Tore sind unerlässlich für das Wohlergehen der Besatzung. Sollten Sie ein aktives Tor vorfinden, melden Sie es der Sicherheit. Ich habe hier gerade... Tieren Sie ohne Erlaubnis nicht die Überbrückung. Komm, lad auf. Dann kriegen wir nämlich beide mit mal. Wunderbar. So, Kuhschwein können wir rausnehmen. Dann einmal jetzt hier schnell durch. Wieso sind da jetzt auf einmal so viele? Gut. Hier Reparaturen haben wir nicht. Hier da oben rennen gerade zwei. Kein Typhon entdeckt. Typhon-Material entdeckt. Kein Typhon entdeckt. Gut. Okay, ich kann schon bald nichts mehr mitnehmen. Piep. Einmal kurz Rohflinte rein. Das Ding mal reinpacken. Die nehmen wir uns wieder raus. Packen wir rein. Munition. Das. Die Hypo. Schuss. So. Das. Kann halt auch nicht endlos reinpacken. Okay. Bin jetzt wieder raus. Ganz ehrlich, die Granaten benutze ich sowieso meistens nicht. Die wollte ich eigentlich am liebsten verschreddern. Sortieren. Da haben wir jetzt die blaue Schrotflinte drinne. Das Problem ist, wir können halt hier noch nichts kaputt machen, weil wir brauchen unten die Reparatur der Tür. Ersatzteile möchte ich beibehalten. Ich kriege aber halt nicht mehr rüber. Ah, verdammt. Gut, wird ein bisschen Schrott weggehen. Das ist jetzt hoffentlich nicht allzu schlimm. Was gibt der Schrott? Nee. Aber wir müssen halt unbedingt gleich als mit. Damit könnten wir sie bauen, ohne Ende. Mit der Technikerin rein. So, die Typhon-Spore lege ich jetzt nochmal mit rein. Rotmunition. Okay. Tick-Tack,
Tick-Tack. Heißt, das lassen wir jetzt da. Wollten ja sowieso nur ein paar Punkte haben. Hm, haben wir hier noch was? Elite-Schrotflinte. Elite-Schrotflinte. Okay, gut. Die sieht gut aus. Die will ich gerne haben. So, wir müssen dir jetzt den Piloten beibringen. Dann machen wir jetzt über Shuttle, wollen wir jetzt entkommen. Das heißt, die Schrotflinte ist oldschool. Wir kriegen die Schrotflinte plus die Munition da rein. Oh, ja, oh oh. Da hatten wir nichts. Oh, Munition. Notizen. Kann halt nicht alles mitnehmen, das ist halt das Problem. So, aber hier hatten wir noch mal auf jeden Fall Vorräte. Noch ein Hypo. Auf Wiedersehen. Kommst du mal her hier? So, jetzt wollen wir mal gucken. Davon irgendwas noch stacken. Ja gut. So, was können wir, was kann ich jetzt, wo könnte ich jetzt drauf verzichten? Und worauf nicht? Ich würde gerne die Hypos, die wir hier haben, würde ich gerne rübertauschen. Das heißt, ich verzichte auf das Armband die Hypos ab. Hier. Und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich auf so ein Steuermodul verzichten kann. Könnten wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr mitnehmen. So kriege ich rein. Reifenteil verzichten. Oder erst sortieren hier. So. Mimic Tumor verzichten wir auch mal. Dafür gibt es noch die Option. Ja, die 10 mm würde ich auch gerne nochmal rüberschieben. Verschieben. Das Papier jetzt noch wegpacken. Brauchen halt das Kopf auch da. Mal schauen. So, wir haben jetzt noch ein. Weiß ich, jetzt noch die 10 mm Munition rüber. Und dann würde ich sagen, fliehen wir. Mit dem Shuttle. Wie gesagt, das Shuttle ist momentan das Einzige, was immer gleich bleibt. Das heißt, wenn es schwer ist, dann sollte ich wohl wahrscheinlich doch eher mit dem Shuttle fliehen. Aber gucken wir erstmal. Willkommen, Viva Shuttle. Gut. Hat ein paar Punkte eingebracht. Sehr, sehr viel. So, wir bräuchten jetzt am besten dann, glaube ich, denn die Technikerin. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.